Ja, auf der High-End kann man natürlich ganz, ganz, ganz viele Firmen sehen, erleben vor allen Dingen. Und die High-End ist ja die größte Messe, High-End-Messe der Welt. Und wir hoffen wieder dieses Jahr, dass ganz viele Besucher kommen, so wie letztes Jahr sind fast 20.000, wo man hier in jeden Raum reingucken kann und auch hören kann, was meint der Hersteller, was meint der Vertrieb. Und der Kunde könnte hier eigentlich theoretisch sehr schön vergleichen, wenn er sein Geld irgendwo in HiFi anlegt, ob das für ihn taugt oder nicht für ihn taugt. Man kriegt hier ganz viel Wissen und man kann dann einfach auch ganz schnell entscheiden, ist es mein Produkt oder nicht mein Produkt. Ja, wir haben hier auf der Firma, wir betreuen ja für Klang, Tuning, die Firma Canton natürlich. Da kann man hier schön in zwei Räumen erleben, was vorhin so viel Klangtuning an Geräten oder Boxen oder Raumtuning ist. Genau das gleiche mit Pioneer, die mit unseren Klangtuning-Maßnahmen wie Strom und Raumaktivator zum Beispiel und die Caps, die man hinten auf Chinch-Boxen drauf macht, weil da ganz viel Störung entsteht, das sehr schön zeigen kann, was los ist. Und natürlich bei der Firma Auralex, die ist dieses Jahr neu dazu gekommen. Das ist ein chinesisches Unternehmen, was sehr stark kommt im Streaming-Bereich, weil die alle immer alle sagen, ohne Phonosophie, Entstörung, Aktivator-Technik geht eigentlich Streaming gar nicht so richtig auf. Und da ist es diese Caps, die wir auf die Chinch-Boxen drauf tun, extrem wichtig. Und vor allen Dingen kann das jedermann sehr schön selber probieren, weil nur 20 Stück in einer Verpackung kosten 100 Euro, so dass man einfach sehen kann, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Wo man das eben an einen Verstärker ausprobieren kann, einen CD-Player oder bei einem Computer oder bei einem, meinetwegen, Projektor oder einem Fernsehbild. Und der zweite Part ist natürlich unser Raumaktivator, der ist aufgebaut, dass wir die Wassermoleküle entstören und wie groß dieser klangliche Unterschied da ist durch den Elektrosmog, der durch das Wasser in der Luft, relative Luftfeuchtigkeit, auf den Menschen übertragen wird. Also leider ist die High-End-Gemeinschaft immer mehr, ich baue spezielle Geräte oder Boxen oder Plattenspieler, aber wie beim Essen kochen, das Feintuning, wie ein Sternekoch mit Gewürzen umgeht, um den Raum oder Geräte zu entstören, ist eigentlich fast gar nicht mehr gegeben, weil es ja auch kaum noch gelehrt wird, weil die Händler heutzutage ja kaum zum Messen hingehen, sich erkundigen oder selber Musik hören, geschweige denn wie viele Journalisten ich kenne, die zu Hause sagen, zu Hause höre ich gar keine Musik, sondern ich schreibe darüber. Oder wie viele Händler ich kenne, die sagen, ich schließe morgen auf, abends zu, wie das klingt, ist mir scheißegal. Es ist wichtig nur, dass wir eine Marge haben, daran verdienen und dass wir Geld verdienen. So sehe ich das hier auf der Messe genauso, dass es ganz viele, traurigerweise, ich würde sagen, mindestens 30 zu 1, vielleicht einer kann was, schon ein bisschen, sag ich mal, und 30 Firmen, die neu oder anders sind, wo ich sage einfach, so teuer und so wenig Musik, kaum Fußbitten, aber alles schwer und alles groß und alles aufgebaut anders. Musik geht ganz einfach, muss man einfach leben und das kann man hier auf der Messe natürlich sehr, sehr schön und darum machen wir natürlich auch immer ganz gerne Workshops, wo der Kunde mit seinen Melodien das sehr, sehr schnell hören kann, bei unseren Händlern, wo wir zeigen, das ist mehr oder weniger. Okay, prima. Ja, Herr Hansen, meine Wissensdurst ist aufs Erste befriedigt und ich sage vielen Dank. Danke für das Interview.